So Leute, wir sind immer noch in Karlsruhe hier beim Swim Performance Camp und vorhin haben einige Leute gefragt, ob ich nochmal die Übung voll toll und wichtig vorstellen kann. Und das mache ich jetzt. Die Übung ist voll toll und wichtig, weil sie sich aus vier verschiedenen Bewegungsbausteinen zusammensetzt. Dem V, dem T, dem U und dem W. Das ist eine dynamische Übung, die sich eigentlich aus einer statischen herausentwickelt hat. Und zwar machen wir einfach aus einer soliden Rückengrundspannung mit angehobenen Beinen, gestreckten Füßen, gestreckten Beinen und einer dynamischen Armbewegung dann verschiedene Buchstaben. Und das bringt euch halt sehr viel für die Wasserlage, für die Spannung im Wasser und auch für eure Kraftausdauer ein bisschen was. Schaut einfach zu. Wir legen einfach auf den Bauch, Blick zum Boden, Beine in die Luft. Dann fangen wir an mit dem V, dem T, danach dem U, da zeigen jetzt die Handflächen zueinander und beim W ziehen wir nach hinten mit den Schulterblättern nach oben, dann wieder ins V, ins T, ins U und ins W. Das Ganze könnt ihr mal 1 bis 2 Minuten versuchen, versucht immer jede Position 5 bis 10 Sekunden zu halten und macht vielleicht 2 bis 3 Durchgänge. Das war's auch schon. Vielen Dank fürs Einschalten und wir sehen uns bald wieder. Bis bald, euer Dominik. Ciao, ciao.